Die Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen läuft mittlerweile weltweit. Immer wieder kommen Dinge ans Tageslicht, die einen beängstigen müssen. Seit Monaten beschäftigt sich auch im Landtag Brandenburg auf Initiative der AfD ein Corona-Untersuchungsausschuss mit dem Themenkomplex. Gibt es dadurch bereits einen Erkenntnisgewinn, Frau Dr. Ludwig? Also den gibt es definitiv. Wer die öffentlichen Zeugenvernehmungen verfolgen konnte oder verfolgt hat, weiß, dass es einen Erkenntnisgewinn gibt. Sie müssen es mir ein bisschen nachsehen. Als Mitglied des Ausschusses darf ich keine Wertung vornehmen, sonst wäre es schwierig. Die kommt zum Schluss. Und trotzdem kann man ein, zwei Sachen definitiv sagen. Wir hatten ja den Herrn Wieler da. Und, den ehemaligen RKI-Chef. Und der ja heute nach wie vor ganz fest behauptet, dass die Maßnahmen genau den Sinn erfüllt haben, weil sie haben ja die Zahlen, wie 4 Millionen gerettet wurden. Und man hatte ja den Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften im Krankenhaus. Und da haben wir dann nachgehakt. Und er sagt, ja, sie beziehen sich auf die Zahlen, was die Länder gemeldet haben. Und haben aber dann eindeutig nachweisen können, dass Brandenburg maximal 30% die Krankheitsfälle unterschieden hatten zwischen Geimpften und Ungeimpften. Und da konnte er nicht mehr diskutieren und saß dann, dann muss das ein Systemfehler sein. Und genau deshalb sitzen wir da. Genau deshalb sitzen wir in dem Ausschuss, um diese Fehler deutlich zu machen. Weil wenn Herr Wieler solche starken Aussagen trifft aufgrund einer fehlerhaften Datenbasis, dann muss man das hinterfragen. Also das ist jetzt ein Beispiel. Es gibt auch andere Beispiele. Also es gibt eine ganze Menge Erkenntnisse mittlerweile auch aus dem Ausschuss. Spielt dann auch das rein bei Ihnen im Untersuchungsausschuss, was Professor Drosten gesagt hat? Also Professor Wieler war ja auf der einen Seite, Professor Drosten aus der Charité war ja der Arzt, der immer gefragt worden ist, oder der Mediziner, der immer gefragt wurde von allen Medien. Spielt das auch rein in die In dem Ausschuss? Ja. Also der Ausschuss, viele haben große Erwartungen an diesen Ausschuss, ja, weil es ein Untersuchungsausschuss ist. Den kann dieser Untersuchungsausschuss nicht erfüllen, weil er einen sehr eng umschriebenen Untersuchungsgegenstand hat. Mhm. Also man bezieht sich ausschließlich auf Brandenburg, das muss man auch, weil es ja ein Brandenburger Untersuchungsausschuss ist. Und da wird geschaut, was hat die Brandenburger Landesregierung richtig oder falsch gemacht an der Stelle. Insofern spielt es schon eine Rolle, was Drosten gesagt hat, weil die Landesregierung sich ja daran orientiert hat, an diesen Dingen. Aber ob das jetzt richtig oder falsch ist, das liegt leider Gottes nicht in dem Untersuchungsauftrag dieses Ausschusses, um festzustellen, war jetzt die Grundlage richtig oder falsch. Also insofern spielt es immer irgendwie mit, aber wird nicht untersucht. Sie waren ja seinerzeit in Doppelfunktion, sowohl im Bundestag als auch im Landtag Brandenburg für die CDU tätig. Insofern haben Sie da beides sehr gut beobachten können. Auf der einen Seite die Kanzlerin, auf der anderen Seite natürlich auch die Landesregierung unter Dietmar Woidke.